Gut. So viel eben dazu. Das Video jetzt hier schon offen. Wir switchen gerade mal rüber. Ich überlege jetzt gerade, ob ich meine Kamera mal ein bisschen anders hinsetze. Gut, ich brauche auf jeden Fall Kopfhörer. Ihr könnt hier mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, was eure Meinung zu Jurassic Park 3 ist. Ich finde Jurassic Park 3 spannend und was actionreich. An sich ein guter Film, aber es ist kein Meisterwerk wie Jurassic Park, das ist richtig. Aber ich finde, dieser Film ist viel zu underrated. Ja. Meint ihr, man sollte bei dem Film auch wirklich berücksichtigen, dass es da so viele Probleme beim Dreh gegeben hat? Ich meine, es ist immer so eine schlechte Ausrede, finde ich. So, ja, aber der Dreh, aber das und das. Aber das ist wirklich der einzige Film, der nicht so im Kino gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Sogar in Jurassic World Dominion. Wo ich hätte wetten können, dass der Film so beschissen geworden ist, wegen der Corona-Pandemie. So, es hieß ja am Anfang, wir wollen überall, das wird ein globales Abenteuer. Und ich dachte mir halt, gut, ihr konntet das Ganze nicht global machen, weil halt Corona-Pandemie. Und dann kam raus, nö, das war von Anfang an die Idee, dass das so scheiße ist. Und Jurassic Park 3 halt nicht, da steckt ja mehr dahinter. Ich kann sowas immer ganz gerne mal berücksichtigen, mag den Film aber einfach auch so aus anderen Aspekten. Verschenke es einfach an deine Follower. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Das, nee. Weiß, das war nur ein Witz, aber ich habe tatsächlich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, das ein oder andere hier zu verlosen. Aber auch damit tue ich mich ein bisschen schwer, einfach mein Zeug, was ich nicht mehr haben will oder brauche, jetzt abseits vom iPad, das wird nicht verlost, irgendwie dann an andere Leute weiter zu verlosen oder so ein Kram. Das kommt so rüber, als würde ich einfach meinen Schutt nehmen, um den Kanal zu pushen. Keine Ahnung. Ja, das wollte ich halt irgendwie nicht. Ja. Ja, vielleicht mache ich irgendwann nochmal so ein Auktionsstream. So ein kann man dann hier die Sachen ver. Ich weiß auch nicht, also, wie gesagt, das iPad, darum geht es eben einfach nur, dass das Ding halt schweineteuer war und ich damit eben nur Netflix gucke. Deswegen soll es halt irgendwie verkauft werden. Wenn dann aber Angebote kommen, allein schon wenn du angeschrieben wirst mit, ey Bruder, könnte ich wieder durch den Bildschirm boxen. Dass dann da einfach, keine Ahnung, so übertriebene Angebote dann drin sind, die. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich irgendwie, was weiß ich, so ganz seltene Fußballkarten nehmen würde. Das geht ab wie auf dem Bazar. Ich will einfach nur das Ding verkaufen. Naja. Na gut. Hey, ich finde Jurassic Park 3 natürlich nicht so gut wie die anderen Park-Filme. Das ist wichtig, das dazu zu schreiben. Aber ich finde, er hat Charme und wenn man noch das Hintergrundwissen, wie das Amalgam-Testing hat, ist der Film schon ganz cool. Ja, da müsste man jetzt aber hier auch so fair sein und um zu gucken, inwiefern ich jetzt hier bei Eves Kritik, weil das wird eine Kritik, hundertprozentiger Titel heißt ja schon, ab jetzt wird's doof, inwiefern ich Eve hier ankreiden kann, dass er eben nichts von dem Amalgam-Testing weiß. Und in der Theorie, oder ich kann ihm eigentlich das nicht ankreiden. Du kannst nicht sagen, dass Menschen sich Hintergrundwissen selber aneignen müssen, dass ein Film funktioniert. Das geht eigentlich nicht. Das macht Star Wars ja ganz gerne. So, dass du verstehst, warum Snoke da ist, wenn du noch drei Serien, fünf Comics und die ersten drei Seiten von so einem Heftchen aus der Cornflakes-Packung gelesen hast. Das ist doof. So, der Film muss auch in sich schlüssig sein. Und darauf beziehen wir uns jetzt hier eben auch und gucken einfach mal, inwiefern das jetzt hier auch schlüssig ist für Eve. Ich kenne schon die Fragen, die jetzt auftauchen werden. Ich kann es euch. Wir können ja mal die Fragen sammeln. Oder die Kritikpunkte können wir sammeln. Warum verfolgt der Spinosaurus die Menschen? Das wird auf jeden Fall vorkommen. Das wird Eve komisch finden. Die Bootsszene am Anfang wird er vielleicht noch erwähnen, dass das nie aufgelöst wird. Amanda ist nervig. Da habe ich auch kein Gegenargument, das stimmt. Was könnte es noch geben? Macht mal ein bisschen Brainstorming, dass wir einfach mal zusammentragen können gerade, was noch alles kritisiert wird. Auch vollkommen zu Recht, im Endeffekt. Das Ende vielleicht noch,
Eve wird kritisieren, weil ihr immer sagt, ja, wenn du bei Alan Grant ganz genau hinhörst zum Schluss, dann sagt Alan zu Ellie am Fluss Anlage B und was weiß ich nicht was alles. Ey, da musst du aber ganz genau hinhören. Und sogar dann würde ich immer noch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gesagt wurde. Der nuschelt dann irgendwas rein, weil er gerade am Absaufen ist. Schwierig. Das könnte noch vorkommen, auf jeden Fall als Kritik. Oh, live. Jawohl. Ich versuche jetzt wieder mir anzugewöhnen, mal so täglich live zu kommen. Oder, ja, vielleicht so alle 2 Tage. Hab übrigens jetzt auch ein neues Format auf YouTube angefangen. Das Video kommt, glaube ich, aber erst nächste Woche online. Ich habe jetzt so viel vorproduziert, die sind einfach jetzt schon online gestellt und müssen nur noch veröffentlicht werden, dass ich jetzt die Episoden von Camp Cretaceous gucken werde und werde dazu episodenweise Reviews raushauen. Die erste habe ich jetzt schon gemacht, die zweite ist auch schon aufgenommen. Und ihr wisst ja, wie das so ist mit neuen, wie heißt denn jetzt? Da habe ich das Wort wieder vergessen. Kategorien sowas wie die Buchbesprechung wird ja oft mal angekreidet, habe ich auch nie weitergemacht und das stimmt ja im Endeffekt auch. Wenn das euch nicht zu blöd wäre, könnte man auch die ein oder andere Episode oder immer das Staffelfinale von den Episoden hier zusammen auf Twitch gucken. Könnten wir gerne machen, so als kleines Special. Ja. Format war das Wort, das ich gerade gesucht habe, genau. Neues Format, das war es gewesen. Weil einer der Wachen den Spino-Baby getötet hat. Ja, aber das kann ja Eve nicht wissen. So, wir versuchen jetzt mal zu gucken, inwiefern ich jetzt Eve widersprechen kann, ohne diese Background-Informationen mit einfließen zu lassen. Weil das sind ja auch Sachen, die ich ja nur weiß, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich recherchiert habe danach, ewig lang, bis du mal irgendwann ein Interview findest, wo einfach jemand gesagt hat, mal so nebenbei, ja, da gab es mal eine Idee mit einem Baby-Spino. Das kannst du aber nicht wissen. Wenn du das eben nicht weißt, dummerweise. Und warum Alan Grant trotz dieser Ereignisse auf die Insel fliegt. Das kommt bestimmt drin vor, ja. Ja, aber auch ein sehr valider Grund, finde ich so. Und die Ausrede zählt nicht einfach nur zu sagen, Alan Grant wollte ja nur über die Insel drüber fliegen. Wenn du so ein Trauma davon hast, dass du von sprechenden Velociraptoren träumst, dann willst du auch nicht über die Insel drüber fliegen. Meine Meinung. So, wir gehen da jetzt einfach mal rein und gucken. So. Also die Cooper-Szene müsste halt drin bleiben. Dadurch würde man die Story viel besser verstehen. Das mit dem Baby, meinst du? Ja. Aber das ist ja auch so. Inzwischen ist es ja das Amalgam-Testing, dass das Vieh einfach aggressiv ist. Das Vieh will einfach jagen, quasi wie der Indominus Rex einfach töten will, so will der Spinosaurus einfach jagen. Und als dann der T-Rex eben tot ist, fängt er halt irgendwann wieder an, die Menschen zu jagen, weil er jagen will. Ist ihm nachher als dazu gedichtet worden, auf jeden Fall. Aber es hätte auf jeden Fall mehr erklärt, ja. Einfach den Baby-Spinosaurus mit reingepackt und... Aber der Film hat ganz andere Probleme gehabt. Und ich mag ihn trotzdem. Du könntest jede Camp Cretaceous-Folge auf Twitch streamen. Ist jetzt schon zu spät. Ich habe die ersten beiden schon geguckt. Da kommen die Reactions dazu auf meinem Reaction-Kanal. Und die Reviews kommen ab nächste Woche. Oder sogar diesen Sonntag. Jeden Sonntag auf jeden Fall sind die jetzt getaktet. Kommt jeden Sonntag eine Kritik, eine Review-Folge zu einer weiteren Folge von Camp Cretaceous eben. Wir können ja so machen, dass wir immer das Staffelfinale einfach hier auf Twitch live gucken. Oder zwischendurch auch mal. Aber jede Episode jetzt glaube ich nicht. Auf geht's. Hallo liebe Moviepiloten, es ist Sonntag. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Jurassic Rewatch Marathon geht weiter. Ich muss ganz kurz hier schon unterbrechen. Tut mir echt leid, ich will mal kurz was schauen. Wann wurde denn das Video hochgeladen? Das Video wurde hochgeladen vor einem Jahr. Okay. Ich wollte nämlich eben gerade sagen, Eve altert auch irgendwie nicht, ne? Aber vor einem Jahr ist noch okay. So, vor einem Jahr, das ist noch erklärbar. Wir sind tatsächlich bei erklärbar. Jurassic Park 3 angekommen. Meine Güte. Was ich vom Film halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, wie immer in dieser Rewatch-Reihe, hier wird es zu Spoilern kommen, was Jurassic Park 3 und die gesamte Jurassic-Reihe angeht. Bitte seid euch dessen bewusst. Alles, was jetzt folgt, ist natürlich...
Das Video wurde aber auch aufgenommen, ob das wichtig ist, weiß ich jetzt nicht, aber bevor Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist. Ist Camp Crash wirklich geil? Habe es bisher mich noch nicht getraut, da reinzuschauen. Schau dir mal am Sonntag meine Review auf meinem Hauptkanal dazu an, zu Episode 1. Ich finde, das habe ich ganz gut rübergebracht in der ersten Episode schon, warum es sich lohnt, die Serie zu schauen. Ich spoiler da auch nicht, also die erste Episode spoiler ich logischerweise, darüber reden wir auch. Aber ich gehe am Ende von dem Video darauf ein, warum ich der Meinung bin, dass die Serie besser ist als die Filme von Jurassic World. Ne? Nicht die Jurassic Park Filme. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du eh Netflix hast, warum denn nicht einfach mal reingucken? Episode 1 und 2 musst du eventuell dich durchquälen, musste ich auch. Und danach geht's einfach nur bergauf. Bis es dann wieder in der Talfahrt bergab geht ab Staffel 4. Dann kracht so richtig runter. Dann können wir uns gerne mal streiten, wenn wir soweit sind, ob Jurassic World Dominion oder Staffel 5 beschissener sind. Aber 1 bis 3 sind richtig geil. Ich habe auch letztens was von euch bekommen oder von einem von euch über Instagram. Staffel 3 ist die beste, ja, finde ich auch. Und zwar wurde mir da auch geschrieben, ey Tobi, ich habe mir jetzt mal die Serie angeschaut auf deine Empfehlung und ich fand die Serie durch die Bank weg gut. Hat mich sehr gefreut. Aber wie gesagt, nach Staffel 3 gibt es dann so einen Bruch. Und Staffel 4 und 5, ich habe immer das Gefühl, nach Staffel 3 wollten sie eigentlich aufhören. Und dann haben sie aber gemerkt, nee, das läuft ja eigentlich ganz gut, lass mal noch 2 Staffeln hinten dran hängen. Und da kommen wir noch mit dazu. Ja? Nicht spoilern bitte. Punkt. Meine Meinung und damit wurden mal wieder alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, also Jurassic Park 1, ich spreche häufig über diesen Film, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Was Steven Spielberg dort auf die Beine gestellt hat, ist unglaublich, bleibt unerreicht in der kompletten Reihe. Das kann ich nur so bestätigen auf jeden Fall, ja. Ich würde sogar auch sagen, Jurassic Park 1 ist für mich mit einer der perfektesten Filme. Klar, auch wegen Fan und so im Kram. Und auch wenn da ein Zaun vielleicht nicht ganz in den Wald reingeht, ach, draufgeschissen. Trotz allem vom Storytelling her, von den Figuren her, ist Teil 1 schon ein Meisterwerk. Kann man schwer gegen argumentieren, glaube ich. All dieser Filme, den gucke ich wirklich mehrfach im Jahr. So sehr liebe ich ihn. Ich liebe dieses Gefühl, auf der Insel zu sein und diesen Themenpark zu haben, wo Dinosaurier wirklich existieren. Und ich mag auch all diese moralischen Fragen, die sich hier stellen. Sollte man das überhaupt machen? Und dazu... Ich gucke Jurassic Park hier selber extrem selten tatsächlich, ne? Kennt ihr das, was das, wenn ihr einen Film extrem gerne guckt, guckt ihr die Filme sau selten? Herr der Ringe ist bei mir so ein Beispiel. Bei Herr der Ringe ist es so, weil wenn ich die gucke, dann will ich zumindest einen Teil davon am Stück gucken, ohne Unterbrechung. Das heißt, wenn ich keinen Tag habe, bei dem ich nicht ganz sicher bin, dass jetzt nichts unterbrochen wird, schaue ich mir Filme gar nicht erst an, wie Herr der Ringe, Jurassic Park oder ähnliches. Kennt ihr sowas? Deswegen gucke ich persönlich meine absoluten Lieblingsfilme extrem selten. Wahnsinnig charismatische Charaktere, Action-Set-Pieces und diese unfassbar genialen Animatronics, diese Dinos, ja, die einfach nur toll aussehen und heute noch besser aussehen als die modernen Jurassic World-Filme, dass ich sagen muss, Jurassic Park 1 ist super. Jurassic Park... Es ist halt trotzdem für Kinder gemacht, hauptsächlich, und das stört mich. Ja, das ist schon richtig. Trotz allem hat das nichts zu heißen, dass die Story nicht besser sein könnte. Das ist immer ein, ich finde das Argument immer, das ist halt eine Kinderserie, die ist so ganz schwammig. Es gibt ganz viele Kinderfilme. Die alten Disney-Filme waren für Kinder gedacht. Das war keine Familienunterhaltung, das waren für Kinder gedachte Geschichten, die super gut sind. Und auch hier, das ist eine Kinderserie, ja. Aber das ist eine Kinderserie, wo ich mir manchmal schon gedacht habe, da geht es wieder ein bisschen zurück auch so zur alten Schule. Da gibt es bestimmte Stellen, die dann auch schon ein bisschen heftiger sind, wo man sich heutzutage auch denkt, oh, das ab 6 ist schon mutig. Und du hast halt vor allem, hast du 5 Figuren, glaube ich. Moment, du hast Jazz, Sammy, Ben, Kenji, Brooklyn und Dan. Du hast sogar 6 Hauptfiguren in der Geschichte. Und diese 6 Hauptfiguren haben eine unfassbar geile Backstory. Also du erfährst von jeder dieser Figuren nach und nach, warum die sind, wie die sind.
Die werden in Episode 1 eingeführt wie die größten Stereotypen. So, der Candy ist der reiche, arrogante Schnösel, dem alles egal ist. Brooklyn ist so die Influencerin, die bei allem Bilder und sowas machen muss. Und du denkst dir am Anfang, oh nee, was für nervige Figuren. Und dann erfährst du aber nach und nach, wie oder warum die so sind, wie die sind. Oder was der Haken an der Sache ist. Was ist denn der Haken daran, eine Influencerin zu sein, in der Öffentlichkeit zu stehen? Darauf geht die Serie einfach mit ein. Während du in Jurassic World, in den Film, hast du Owen und Claire, die in Jurassic World dieselben Figuren sind wie am Ende von Dominion. Keine Entwicklung, wir haben keine Backstory von denen, außer dass Owen bei der Navy war und deswegen halt ein extrem krasser Typ ist, der alles im Griff hat, wenn er so macht. Das ist doch langweilig. Was für ein Bullshit. Die Figuren in Camp Cretaceous sind wirklich menschlich. Und die haben Probleme, ohne jetzt groß zu spoilern, einfach nur Stichwort Krebs. Das kommt drin vor, ist die Krankheit, Krebs. Also das ist das Thema in der Nummer. Es sind einfach Probleme da drin, die sind so menschlich. Und wie die damit umgehen, ist so menschlich. Das ist total geil, wirklich. Auch der einzige Grund, warum Staffel 4 und 5 noch irgendwo funktionieren, sind diese menschlichen Hintergrundgeschichten. Das ist super geil. Sorry, Tobi, kann da nicht mehr bleiben. Komme, wenn du morgen wieder streamst, komme ich wieder, alles klar. Mach dir keinen Stress. Dann bis morgen in aller Frische. Letzte Woche habe ich über ihn gesprochen. Ich halte ihn für etwas unterschätzt. Es ist einer von Spielbergs schwächeren Filmen, aber... Ja, der einzige Grund, warum The Lost World Jurassic Park 2 nicht so gut ist, meiner Meinung nach, wie der erste Film, ist, dass der schon diese ersten Kontinuitätsfehler hatte. So, der erste Film lässt sich eigentlich perfekt erklären. Klar ist dann immer mal die Frage wegen den Raptoren, wieso sind da jetzt auf einmal zwei Raptoren da drin und wo kommt am Ende dann der dritte her und bla bla. Die sind einfach einen anderen Weg gelaufen, keine Ahnung. Bei The Lost World Jurassic Park 2 hast du aber dann eben so Sachen mit drin wie die Hand an der SS Venture. So, und jetzt nur wenn du den Film guckst, kannst du dir darauf keinen Reim machen. Und das ist halt schon schlechter als in Jurassic Park. Jurassic Park 1 funktioniert beim Gucken, glaube ich, relativ ohne großes Fragezeichen auf dem Kopf, während bei The Lost World gibt's mindestens zwei Szenen, wo du dir halt schon denkst, hä, wie ist das jetzt irgendwie machbar oder warum ist das jetzt irgendwie so, wie es ist? Auch Ian Malcolm, der T-Rex packt den einen Typen, dem die Schlange in den Nacken reinkrabbelt, reinkriecht, zieht den Typen raus und direkt danach kommt Ian Malcolm durch den Wasserfall durchgelaufen. Wo ist der T-Rex hin? Keine Ahnung. So, und das fängt bei The Lost World schon so ein bisschen an. Deswegen, ich verstehe, wenn Leute sagen, The Lost World finde ich besser als Jurassic Park 1, aber ich finde, objektiv gesehen, macht The Lost World mehr Fehler schon beim Erzählerischen als Jurassic Park 1. Trotzdem sind es beides geile Filme. Und für mich ist Jurassic Park, wenn jemand Jurassic Park gucken sollte, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 beginnt die Nummer, Teil 2 schließt alle Fragen ab. Teil 3 ist einfach irgendwo da und ändert halt gar nichts und Jurassic World macht halt dann das Ende von Teil 2 wieder kaputt. Indem es ja eigentlich heißt, Saurier müssen frei leben und das Leben muss einen Weg finden und am Ende von Jurassic World sagen die, nee, lass die doch mal wieder einsperren, so ins Biosyn Valley. Das ist die Idee. Haben sie gut gemacht. Colin Trevorrow, ey, was eine Pfeife. Sequel von Jurassic Park, finde ich, taugt er schon was. Er hat einen neuen Ansatz gefunden. Er hat gesagt, nein, wir machen nicht nochmal das Gleiche. Wir haben keinen Themenpark. Wir gehen auf die Insel, auf der diese Dinos gezüchtet werden und frei rumlaufen. Und dann haben wir damit ein neues Abenteuer mit Dr. Ian Malcolm, der nicht die gleiche Motivation hat wie im ersten Teil. Und ich, okay, ich bin dabei. Hab den Film... Ja, finde ich auch. Ian Malcolm in Teil 2 ist echt anders als in Teil 1. Aber der ist so nachvollziehbar anders. Der ist wesentlich... ernster drauf, der bringt immer noch dumme Sprüche, aber nicht mit so einer Lässigkeit wie im ersten Film. Ja, und in Jurassic World Dominion, ich muss den Bogen jetzt eben nochmal schlagen, ist er einfach ganz seltsam. So, ich meine auch Jeff Goldblum, ich mag Jeff Goldblum total, aber mit dem ist auch irgendwas passiert, glaube ich, mental. Der hat sich ja auch komplett verändert. Der ist ja, keine Ahnung von so einem, der ist ja auch früher wirklich rumgelaufen wie so ein Rockstar. Irgendwas ist bei dem mental, hat er sich ja weiterentwickelt oder zumindest verändert. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und das ist einfach nur der neue Jeff Goldblum, der quasi da rumrennt in Jurassic World. Und dann dauernd nur Witze macht und sagt, dass er eigentlich alles voll quatschig findet, was hier gerade passiert. Vermisst du nicht so ein bisschen den Horror, den es in den Parkfilmen noch gab? Doch, den hast du in Staffel 3 von Jurassic World Dominion, von Camp Cretaceous.
Staffel 3 ist die Staffel, die den Horror wieder zurückbringt. Immer noch als Kinderserie, ja. Aber trotz allem, das funktioniert tatsächlich. Ich will jetzt hier nichts spoilern, wir kommen noch dazu in meinen Reviews. Aber auch da gibt es das Thema vergiftet werden auf eine echt fiese Art und Weise. Ja. Missgebildete Dinosaurier zum Beispiel. Auch ein Thema aus Staffel 3. Sehe ich genauso, hat einen leicht verwirrten Eindruck gemacht. Wer? Ich habe gerade den Faden, die Überleitung irgendwie nicht bekommen. Letzte Woche nochmal für euch geschaut. Das Video ist online. Guckt es euch gerne an. Im Gesamten mag ich ihn recht gerne, aber er kommt natürlich nicht an Teil 1 ran. Ian Malcolm, ja. Ja, wie gesagt, auch Jeff Goldblum ist schon eine Karikatur geworden, der Mann. Ich mag den total gerne, wie gesagt, aber trotzdem, der ist irgendwas, hat sich bei ihm ganz grundlegend verändert, von seiner Art und Weise her. So, der ist von der Figur Ian Malcolm, so war der wirklich früher wirklich drauf, wie Ian Malcolm drauf war, ist er jetzt so zum Grandmaster geworden aus Marvel. Und so tickt er jetzt auch wirklich, von, keine Ahnung, alles so mehr so, yay, oh, alles cool und. Gibt schlimmere Lebenseinstellungen, allerdings. Ja, macht er auch genau das eben in Jurassic World Dominion. Und die ganze Nummer zum Schluss, wenn der T-Rex einfach durch die Stadt rennt, war nie meins, wird nie meins werden. Doch im Gesamten habe ich auch eine Menge übrig. Ja gut, aber Eve ist auch ein King Kong-Fan. Also bei Godzilla vs. Kong war Eve Team Kong gewesen, das weiß ich noch. Was natürlich schon dafür spricht, dass er diese Szene nicht mag. Und Team Kong zu sein, ist halt wirklich... Keine Ahnung, ey. Ne? Macht man halt nicht. Das ist unhöflich. 2. Jetzt kommen wir zu Jurassic Park 3. Und das ist tatsächlich der erste Teil der Reihe, den ich damals im Kino gesehen habe. Ich weiß, die Trailer-Kampagne hat sich... Ist aber krass. Eve ist älter als ich, meine ich. Ich will jetzt keine Zahlen in den Raum schmeißen. Ich bin 33, ich meine Eve wäre 35. Ich war in Jurassic Park 2 sogar schon im Kino gewesen. Ja. Allem auf Dr. Alan Grant konzentriert. Denn richtig, Sam Neill ist wieder die Hauptrolle. Diesmal bringen wir das ursprüngliche Gesicht des Franchises zurück. Denn er war die ganz klare Hauptrolle in Jurassic Park 1. Und das ist der erste Jurassic Park Film, bei dem Steven Spielberg nicht länger Regie geführt hat. Und man merkt es. Ich finde, man merkt es sofort. Die Intro-Sequenz allein hat mir damals schon gesagt, oh, das ist eine andere Art von... Es geht mir gerade ab. Ich versuche mir gerade wirklich einfach nur mit der Thermoskanne hier Wasser in diesen Behälter einzuschenken. Jetzt ist hier einfach alles nass. Das ist Scheiß. Ich versuche es jetzt nochmal. Weil wir beginnen mit dem Logo und so weiter und alle 2 Sekunden haben wir dieses Gimmick aus Jurassic Park 1, wenn sich der T-Rex ankündigt. Das bedeutet, alles sieht aus wie eine Pfütze, die bebt und anfängt zu wackeln. Und ich, was zur Hölle ist das? Ich meine, einmal, okay, aber... Die Pfütze war aber auch schon in Jurassic Park 2 so, oder nicht? Dieser Pfützeneffekt, der war sogar bei Godzilla. Das hat nichts mit Jurassic Park 3 zu tun. Gimmick ziehen die durchs komplette Intro durch und dann haben wir noch Krallen, die eine 3 aus dem Jurassic Park machen und ich... Oh, es ist diese Art von Film. Wir befinden uns in einem B-Movie und das kann ich direkt sagen, Jurassic Park 3 ist kein gutes Sequel zu Jurassic Park 1 oder Jurassic Park 2. Es ist ganz klar ein B-Movie. Er möchte etwas trashiger sein. Er möchte gar nicht mehr das sein, was Jurassic Park 1 und 2 waren. Und wie stehe ich dazu? Ich halte es für äußerst... Das ist falsch. Das stimmt tatsächlich nicht. Das ist echt, da muss man echt sagen, das ist falsch. Zu sagen, der Film möchte das nicht sein, das stimmt eben einfach nicht. Jurassic Park 3 wollte definitiv mehr sein. Jurassic Park 3 sollte ursprünglich sogar in Ägypten beginnen, bei einer Ausgrabungsstätte. Und sollte ja eine wesentlich komplexere Story haben. Das heißt, Jurassic Park 3 sollte schon oder wollte schon mehr sein als eben nur das. Die haben sich nicht hingesetzt und gesagt, komm, jetzt machen wir halt mal ein Monster-B-Movie da draus. Das ist falsch. Der B-Movie-Aspekt wurde dann eben so zusammengefriemelt, weil sie aufgrund von Drehbuchverwürfen, vom Ausstieg von Michael Crichton selber, der irgendwann keinen Bock mehr aufs Projekt hatte, von der Beteiligung von Steven Spielberg, der ist irgendwann auch noch abgesprungen. Das waren alles so ganz viele Sachen, die dann zusammengewürfelt wurden. Und da hat man eben gesagt, okay, wir machen jetzt das Beste daraus. Und dann kam erst dieser Film zustande. Das war aber nicht so, dass sie das von Anfang an wollten. Das stimmt nicht.
Meiner war auch der dritte, Baujahr 92. Ja, okay. Ist unterbewertet, hab ihn ein paar Mal schauen müssen und ich mochte ihn immer mehr. Ich mag ihn immer mehr jetzt wahrscheinlich. Ja. Problematisch. Aber ich werde noch über alles sprechen, was mir gefällt und über alles sprechen, was mir nicht so gefällt. Die Eröffnungsszene zeigt uns anscheinend einen Vater, der mit seinem Sohn so beim Parasailing ist, in der Nähe. Okay, er sagt gerade noch wahrscheinlich ein Vater, weil es wird ja später erklärt, dass... Ich habe vergessen, die Werbung auszuschalten, sorry. Sorry, da müsst ihr jetzt nochmal durch den Stream. Beim nächsten, ich mach's danach direkt aus, versprochen. Hab ich jetzt echt vergessen. Das ist ja nicht der Vater von Ben. Das kommt ja dann kurz danach raus. So. Isla Sauna, warum machen sie das? Keine Ahnung. Wie kommen sie da hin? Okay, also, ja. Ey, es ist eine dumme Szene, aber warum machen sie das? Warum machen Menschen Fallschirmsprünge? Warum machen Menschen Bungee-Jumping-Sprünge? Warum rennen Menschen halbnackt durch die Savanne und rennen vor Löwen weg? Auch wegen dem Drill dahinter. Das ist der Grund, warum die auch das hier machen. Also die Frage, warum machen die das, ist ja lebensmüde. Ja, es ist einfach so ein Adrenalin-Ding halt. Das kann man schon nachvollziehen. Also warum machen die das? Das ist echt eine schwache Frage, finde ich. Das ist klar, warum man sowas macht. Meiner Meinung nach. Ein bisschen Werbung ist okay, ja, aber ich habe gestern auch schon gelesen, dass da 5-mal Werbung eingeblendet wurde. Da wollte ich es eigentlich abschalten, hab's aber jetzt vergessen und während dem Stream geht das nicht, meine ich. Ich mache das nach dem Stream und dann habt ihr morgen nur einmal Werbung vorm Stream und einmal nach dem Stream. Das erlaube ich mir dann. Aber nicht währenddessen. Das mache ich alles aus dann. Erzählt mir diesen Fauxpas. Wenn ich es morgen wieder nicht schaffe, dann bekommt ihr alle eine Cola von mir ausgegeben. 13 Leute, ist okay. Dass da keine Küstenwache, die sagt, nicht zu nah an die Insel ran. Nope, all das gibt es nicht. Und dann. So, die Küstenwache ist eine Kritik. Die Küstenwache ist eine Kritik. Ihr müsst euch überlegen, diese Küstenwache hat zweimal mitbekommen. Also einmal war es die Luftfahrtwache, Sicherheit, ihr wisst, was ich meine. Als die dann mit dem Flugzeug dann gleich noch dahin fliegen. Da kam eine Durchsage, bitte verlassen Sie den Luftraum, bla bla bla. Oder Sie betreten den Luftraum, bitte drehen Sie um und sowas, bla bla bla. Dann gab es das eben gerade noch mit der Küstenwache. Und bei beiden Malen müssen die doch aber wissen, die verschiedenen Wachstellen, dass die Menschen jetzt auf der Insel sind. Da hat keine Sau mal überlegt, selber Leute hinzuschicken. Dass das Militär von Ellie geschickt werden muss. Warum haben die das nicht selber gemacht? Die Küstenwache weiß doch, dass da jemand ist. So, die Luftfahrtwache wusste doch auch, dass da jemand ist. Warum haben die keinen hingeschickt? Das finde ich komisch. Das finde ich seltsam. Oder 3000 Kaiju-Punkte. Was verschenken, meinst du? Wieso 3000? Moment. Du kannst nicht an deinen eigenen Kanal cheer. Das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich gucken. 3000 Punkte. Ne, 10.000 sind Rexy und 3.000 Kanalpunkte sind Tyrannodon, ich sehe es ja nicht. Ne, das sind 8.000. 3.000, okay, machen wir so. Wenn das bei Twitch geht, kann ich gern Kanalpunkte verschenken. Wenn ich morgen wieder vergessen sollte, die Werbung auszuschalten. Deal. Handschlag im Own-Style. Sehr gut. Ich spare auf Rexy. Okay. Die so eine Windböe und sie landen auf der Insel und das ist unsere Ausgangssituation. Erstmal verstehen wir gar nicht, was es. Jetzt gerade ist mein Paket gekommen. Ich bin sofort wieder da. Gib mir eine Sekunde.
Nee, ist überhaupt nicht wahr. Das war ein Paket für meine Freundin. Ja, meine Hose ist komplett nass. Ach so, was Yves eben gerade gesagt hat. Moment, Moment mal, da ist doch, das war doch komplett falsch gerade, was er gesagt hat hier. Keine Ahnung. Wie kommen Sie da hin? Gibt es da keine Küstenwache, die sagt, ah, nicht zu nah an die Insel? Doch, und die Küstenwache schaltet sich doch sogar ein. Du hörst doch sogar die Küstenwache. Zumindest hörst du die sogar schon im Boot? Ja, klar, doch, ich meine schon. Und später auch nochmal im Flugzeug. So, das ist denen auf irgendeinem Grund einfach nur scheißegal. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Nope, all das gibt es nicht. Und dann trifft die so eine Windböe und sie landen auf der Insel und das ist unsere Ausgangssituation. So, und das ist auch falsch. Die landen nicht auf der Insel wegen der Windböe, die landen auf der Insel, weil irgendwas die Leute oder auf dem Schiff gefressen hat, auf dem Boot. Und deswegen knallt das Boot irgendwo dagegen, gegen so einen Felsen, und dadurch landen die erst auf der Insel. Also, das ist falsch. Der Anfang ist nicht richtig, so passiert tatsächlich. Verstehen wir gar nicht, was das mit dem Plot zu tun hat. Aber generell, der Plot, die. Ja, gut. Also ich dachte, dass die beiden gerettet werden, so dass mindestens einer von beiden gerettet werden muss. Da könnte man drauf kommen, dass das der Plot ist. Diggi, schön, dass du am Start bist. Wir schauen uns Jurassic Park 3 Kritik von Eve an. Films wird so durchgehetzt. Ich glaube, der Film dauert nur 90 Minuten lang. Das ist der kürzeste Ja. Jurassic Park-Film. Und deswegen haben wir fast nie Zeit, irgendwie die Charaktere atmen. Und er ist halt der kürzeste wegen den ganzen Problemen. Beim Dreh und so ein Kram. Ist keine Entschuldigung, aber ist halt der Grund dafür. Die Handlung auf uns einwirken zu lassen. Nein, wir müssen husch, 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 zack, zack, zack machen. Und dann treffen wir erneut nach Ewigkeiten wieder Dr. Alan Grant, gespielt von. Also, Eve hat jetzt gesagt, ein Vater und sein Sohn fliegen mit einem Gleitschirm über die Isla Sorna. Und dann es gibt keine Wachen, keine Küstenwache oder ähnliches. Und dann kommt eine Windböe und die werden auf die Insel geweht. Ja. Kennst du Eve? Ich kenne Eve, ja. Ich kenne Eve. Wir haben auch eine Zeit lang, haben wir oft mal telefoniert. Einfach so ein bisschen gequatscht. Und ich war sogar schon bei Moviepilot gewesen live, im Stream in Berlin. Bei der Folge von The Walking Dead, wo Beta gegen Daryl Dixon kämpft. Da war ich live mit dabei gewesen. Moment. Wir können mal gucken, ob ich die Folge finde. Movie Pilot. Der Staffel 9 war es, glaube ich. Live. So. Ja. Da war ich live. Jetzt bin ich im Weg. Moment, ich schalte mich mal ganz kurz hier weg. Da war ich live dabei. Der so blöd glotzt. Ja, mit Sebastian, Andrea und Yves. Zu Staffel 9 war es auf jeden Fall. Staffel 9. Episode 13, da durfte ich live mit dabei sein. War echt cool gewesen. Hat Bock gemacht. Es war die frühe Anfangszeit. Aber trotz allem muss ich hier sagen dürfen, dass der Anfang von Jurassic Park 3 falsch wiedergegeben wurde. Das muss ich hier auch gefallen lassen. Muss ich Ifi auch gefallen lassen. So.
Sam Neill. Und hier kommt schon mal was Positives. Sam Neill ist immer noch super in der Rolle. Es wäre so einfach gewesen, wenn er zurückgekommen wäre und die Rolle einfach nur müde gespielt hätte. Nein, man merkt, er möchte wirklich onscreen sein. Ihm bedeutet die Rolle eine Menge. Und wenn er so ein bisschen darüber spricht, über seine Obsession mit Velociraptoren oder wenn er mit Ali Sattler interagiert, dann sehe ich wirklich die Figur. Das bringt mich aber direkt... Aber auch bei beiden. Ali Sattler, also Laura Dern und Sam Neill hatten beide unfassbar Bock auf diese Rollen. In Jurassic World Dominion merkst du das beiden auch an, dass die da auch nicht mehr so Bock drauf hatten. Die haben zwar am Anfang immer gesagt, oh, der Film, der ist ja so genial. Aber das war während der Marketingkampagne. Ne? Das ist, da wirst du halt nicht sagen, ah, war eigentlich nicht so der Burner. Außer Mark Hamill, der macht das. Auch während der Marketingkampagne sagt er, dass Luke Skywalker versaut wurde. Ja, das war sehr lustig. Etwas, was, glaube ich, wirklich niemand sehen wollte. Ali Sattler und Alan Grant sind kein Paar mehr. Nein, sie ist verheiratet und hat ein Kind. Und ich so, wer wollte das sehen? Erst recht nach dem... Das stimmt, das ist aber halt echt so. Ich glaube, der Hintergrundgedanke war da irgendwie gewesen, zu zeigen, naja, da ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen und auch die beiden haben ein eigenes Leben. Und wie gesagt, es hat sich aber auch so herausgestellt, dass Ali ja nach Teil 1 eine andere geworden ist. Die hat ja dann jetzt, die arbeitet jetzt ja auch was anderes, ist ganz weg von diesen Dinosaurier-Sachen, während Alan Grant in Jurassic Park 3 immer noch Ausgrabungen macht. Was so ein bisschen zeigt, ja, der Grund, warum die beiden wahrscheinlich eher nicht zusammen sind, könnte der sein, dass Ellie sich weiterentwickelt hat und Alan ist halt noch der Alte. Ne? Trotzdem ist es halt filmisch gesehen schon sehr schade gewesen, ja, das ist definitiv. Von Jurassic Park 1. Echt komisch. Das sehr Merkwürdige ist, die beiden haben offensichtlich noch eine romantische Chemie. Immer wenn sie miteinander reden, immer wenn sie sich Blicke zuwerfen, sage ich mir, ist da was? Sehe ich da was, was die nicht sehen? Keine Ahnung. Das finde ich jedes Mal ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde es ziemlich cool, dass Alan Grant auch hier eine Szene kriegt, wo er mit Kindern interagiert. Genau genommen mit dem Kind von Ellie. Stimmt aber eigentlich. Der ist ja trotz allem, mit Charlie geht er ja ganz gut um. Das heißt, er hat ja trotz allem noch diese Verwandlung, die er nach Teil 1 ja quasi gemacht hat, diese Charakterentwicklung am Ende. Die ist ja trotz allem immer noch da. Es hat einfach keinen Sinn gemacht, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Das ist auch nur dafür da, dass man am Ende irgendwie erklären kann, warum Ellie jetzt das Militär, die Navy, auf die Isla Sorna schicken kann, weil ihr Mann halt da mit drin hängt. Das ist so wahrscheinlich ein Grund mit gewesen. Naja. Dass irgendwie so zwei Dinosaurier-Spielzeuge hat und die gegeneinander schlägt, sagt er, ehrlich gesagt, würden diese zwei Dinos sich nicht gegenseitig bekämpfen. Ich so, das ist wirklich gut geschrieben. So würde Alan Grant mit Kindern interagieren und einfach seine Wissenschaft auf sie runterkotzen, ob sie jetzt juckt oder nicht. Absolut scheißegal. Und ja, wir erfahren auch, dass Ellie immer noch traumatisiert ist, weil Alan studiert immer noch Velociraptoren und sie sagt, ja, ich weiß noch, wie sie sich anhören, aber ich probiere dieses Geräusch zu vergessen. Das ist alles cool, dass man den Figuren etwas mehr Gewicht gibt. Das könnte auch so ein Hink in die Richtung sein, dass Ellie einfach versucht, die Ereignisse zu verdrängen, während Alan weiter in diesen Ereignissen noch drin ist und immer weiter versucht, das alles zu verstehen. Das könnte auch ein Grund sein. Ist halt sehr viel Interpretationsspielraum, warum die Geschichte dann so sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Weil eins passiert ist, sie wirklich beeinflusst hat. Und dann sehen wir Alan Grant bei so einem Vortrag an der Uni, wo lauter Zuschauer sind. Er spricht so über seine Recherche und geht davon aus, dass Velociraptoren eigentlich wesentlich cleverer gewesen sind als angenommen. Und dass wenn der Meteoroid nicht die Dinosaurier vernichtet hätte, dass die Velociraptoren wahrscheinlich die dominante Spezies auf der Erde wären. Ja, sie sind anscheinend sogar cleverer als Primaten. Das ist alles cool, dass er immer noch so... Das ist, das widerspricht aber sogar dem Amalgam-Testing, ne? Aber das wird wirklich gesagt in Jurassic Park 3, das stimmt tatsächlich. Ey, ja, mal gucken, wenn dieses Jurassic Universe dann irgendwann losgetreten wird, haben die einiges zu tun, um diese ganzen Brücken zu schlagen, um diese Brocken an Logikfehlern jetzt wieder irgendwie ins Klare zu kriegen. Mein Lieblingswort, Amalgam-Testing. Ja, weil es halt doch irgendwie sehr viel erklärt, ne? Es erklärt ja auch, warum die Raptoren so schlau sind in Jurassic Park 3, aber es erklärt halt nicht, warum Alan Grant das schon weiß. Das erklärt es halt nicht. Und der Grund ist ganz einfach der, weil es in Jurassic Park 3
als der Film gemacht wurde, eben noch nicht so gedacht gewesen ist. Das ist halt der Nachteil daran, wenn du irgendeinen Mist erst im Nachhinein dazu dichtest. Ja, Filme über Maisie Lockwood habe ich auch schon gesagt, würde ich ganz cool finden. Das ist so die einzige Figur, die noch irgendwie auch was zu erzählen hat, was Interessantes. Gerade eben auch mit ihrer Mutter und so im Kram. In diesem Thema drin ist, obwohl ich es jedes Mal lustig finde, wenn er sagt, habt ihr irgendwelche Fragen und sich Leute melden, dann Fragen, die nichts mit Jurassic Park zu tun haben und alle ihre Hände wieder nach unten nehmen. Ich so, das könnte Sam Neill wirklich auf einer Convention sein. Habt ihr Fragen an mich, die nichts mit Jurassic Park zu tun haben? Nein. Jedenfalls spricht er sehr abfällig über den Jurassic Park. Er sagt auch, das waren keine Dinos. Das waren kreierte Monster für einen Themenpark. Was kann... Ja, der Satz, der passt ja auch schon. Das waren sie auch wirklich, ne? Das sind ja schon Monster eigentlich. Spannend ist, weil in Jurassic Park 1 hat er das nicht gesagt. Er meinte, das sind Tiere, sie sollten nur hier nicht existieren. Jetzt nennt er sie Sideshow-Freaks und... Gut, weil du das Ganze vielleicht auch erstmal verarbeitest über die Zeit und dann nochmal so alles ein bisschen Revue passieren lässt. Und dann kommst du auf einmal auf die Idee, dass du dann daran denkst, dass diese Viecher durch... zusammengepanschte DNS mit anderen Viechern entstanden sind. Das sind schon Monster irgendwo. Tatsächlich, ja. Das finde ich gar nicht mal so blöd, dass er so jetzt reagiert. Also, das finde ich nachvollziehbar, dass er jetzt so über die redet nach der Zeit. Ne? Das ist irgendwie schon okay. Monster und ich, das passt zwar zu diesem Film, weil in diesem Film benehmen sich die Dinos später recht merkwürdig, aber es passt eigentlich nicht zu seinen Erlebnissen von Jurassic Park 1, denn er war ja selber überrascht, wie akkurat alles ist. Er war ja selber überrascht, wie nah diese Dinos dran waren an allem, was er je über sie gelesen hat und alles. Ja, wie gesagt, da ist Zeit ins Land gestrichen. Ich finde das hier plausibler, als zu sagen, das ist auch passiert zwischen, keine Ahnung, ich finde das nicht so dramatisch, dass man das jetzt eher so sieht. So, ich meine, er hat ja auch ein Trauma davon, das sehen wir später ja noch mit dem Traum von Alan, als er da von dem sprechenden Raptor träumt, was eine Goofy-Szene ist, aber die hat ja schon irgendwie einen Hintergrund. Der erforscht hat und so weiter und so fort. Jedenfalls sagt er, um nichts, nichts in der Welt würde ich je wieder zurückgehen zu irgendeiner Das ist nicht zu geil, ey. Nicht Isla Sorna, nein, ich bin fertig damit. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und ich so, ergibt auch Sinn. Ian Malcolm war ja genauso. Ian Malcolm wurde nur persönlich erpresst, weil die Liebe seines Lebens auf dieser Insel war. Natürlich ist er hier hinterhergereist. Und jetzt trifft er ein reiches Ehepaar, anscheinend ein reiches Ehepaar, gespielt von William H. Macy und Tia Leoni. Und beide sagen, okay, wir wollen so ein bisschen unsere Flitterwochen verbringen. Ich frage mich, wie die Geschichte oder was der Grund gewesen wäre, warum Alan Grant und Ian Malcolm, sollte ja ganz, ganz, ganz am Anfang auch noch auftauchen in dem Film, oder warum zumindest einer von den beiden jetzt wieder auf die Insel gekommen ist. Ich wette, da gab es auch einen ganz anderen Plan dahinter. Ich würde nur zu gern einfach mal so das komplette Original-Skript sehen, was es ja nicht gibt. Deswegen gab es ja auch die ganzen Probleme, aber... So die einfach mal so wissen, was ist da wirklich jetzt alles passiert? Warum ist der Film so, wie er ist, rausgekommen? Da muss ja einiges in die Hose gegangen sein. Ich liebe auch den dritten Teil, der finde ich auch ganz cool. Spinosaurus, auch mein Lieblingssaurier, definitiv. Über die Insel fahren und wir hätten gerne einen Experten als Tourguide, der uns so ein bisschen was über diese Dinos erklärt. Und er, nee, nicht wirklich. Und die, hier, hast du ganz viel Geld. Und er, okay, ich mach's. Ich so, das ist die gleiche Motivation wie... Es ist nicht unbedingt Alan Grant, wie man ihn so kennt, ne? Mit dem, ja, hier hast du halt Geld, also mach. Und er denkt sich halt, jo, mache ich jetzt sofort. Aber auch das könnte man irgendwie so begründen, dass Alan Grant vielleicht wirklich Probleme hat. Ich meine, Dennis Nedry hat sich ja aufgrund dessen, dass er so große Geldprobleme hatte, dazu überreden lassen, Dino-Embryos zu klauen und Sicherheitssysteme im Park auszuschalten. Nedry war halt aber auch so wahrscheinlich vorher ein Arsch gewesen. Aber trotz allem. Aber Eve hat schon recht, das ist eine saudumme Motivation. 0815 irgendwie hingerotzt, hier hast du halt Kohle, ja okay, alles klar, ciao. Finde ich ein bisschen doof, aber ja. Mal, du hast eben, was hast du eben gerade gesagt? Können wir es doch mal hören? No force on earth or heaven could get me on that island. Jetzt würden dann aber halt auch Leute sagen, ja gut, aber der fliegt ja nur über die Insel. Das finde ich auch Schwachsinn. Der würde auch nicht über die Insel fliegen. Das glaube ich auch nicht.
bisschen Geld. Das Versprechen von ganz viel Geld hat dich umgestürmt. Sorry, das ist sehr schlecht geschrieben. I could write all kinds of numbers on this check, Dr. Grant. Direkt ist Alan Grant selbst schuld an seiner Misere. Bei Ian Malcolm war es der Fall, okay, ich muss so schnell wie möglich zur Insel, ich muss so schnell wie möglich Sarah da runterholen und weg. Bei ihm ist es okay, du wedelst mit ein bisschen Dollarschein vor meiner Nase rum und ich bin am Start. Das funktioniert für mich. Ist halt eine B-Movie-Story dann schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann zum Schluss nochmal das irgendwie mit dazu gedichtet haben, sodass die irgendeinen Grund gebraucht haben, warum kommt jetzt Grant doch auf die Insel. Dann hieß es einfach, komm, mach halt Geldprobleme wieder. So wie auch im ersten Film mit John Hammond und mach's halt nochmal genauso. Ich habe mir mal ein Video von dir angesehen über die Szene, was mit Cooper passiert ist. Auch sehr interessant. Mit dem Baby-Spinosaurus meinst du wahrscheinlich, ne? Hätte vieles erklärt auf jeden Fall, ja. Wenn die das mit drin gehabt hätten. Leider gar nicht. Und das bringt mich zu den anderen Figuren. Aber auch das war ja, da habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, stimmt. Da, ich glaube, da habe ich sogar erwähnt, dass mit eins der Probleme war, warum diese Szene nicht umgesetzt wurde, dass sie den Film nicht so vollpacken wollten. Und Jurassic Park 3 ist der kürzeste Film der gesamten Reihe. Das verstehe ich bis heute nicht, was das für eine Aussage ist. Ich schätze einfach mal, dass diese Szene mit dem Baby-Spinosaurus von Anfang an geplant war. Und dann wollten die eigentlich noch viel mehr umsetzen, haben dann aber gesagt, komm, dann lass mal den Baby-Spinosaurus raus, sonst passt das alles nicht mehr in den Film rein. Und mussten dann aber weitere Abstriche machen, aus Gründen. Michael Crichton ist abgesprungen, Spielberg ist abgesprungen. Es gab noch irgendwann auch so Schauspielerwechsel, glaube ich. Ich glaube, Paul und Amanda Kirby sollten vorher auch anders sein. Die sollten auch nicht Paul und Amanda heißen. Da gab es halt echt viel zu viel Chaos bei der ganzen Nummer. William H. Macy, großartiger Schauspieler. Kennt ihr Shameless? Er ist klasse. Auch Pleasantville hat in so vielen Filmen mitgespielt und ist immer super. Hier ist er wirklich generisch. Er ist einfach nur Typ, der halt da ist. Und Tia Leoni, gute Schauspielerin. In diesem Film, wow, ist sie hölzern. Wow, ist sie, ihre Stimme hat genau eine Tonlage den gesamten Film über. Und ja, sehr schnell stellt sich auch heraus, das ist im Grunde genommen eine gigantische Verarsche. Erstens, die beiden sind nicht reich. Sie haben sich so ein Charterflugzeug Das finde ich auch immer so eine Sache, keine Ahnung. Also ich würde das schon überprüfen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ey, komm mal bitte mit auf so eine Insel mit Dinosauriern, die dich schon mal was getötet haben, auch wenn wir nur drüber fliegen, hier hast du aber halt einen Scheck von, was weiß ich, 100.000 Euro oder sowas oder Dollar eben in dem Fall. Ich würde das vorher mal abchecken, ob das auch alles so sicher ist. Ob das irgendwie, es ist ein Anruf bei der Bank, einfach mal abzuchecken, hier ist das alles so safe, wie das ist. Wahrscheinlich wird die Bank dir da keine Ahnung, aber du kannst das auf jeden Fall irgendwie überprüfen, bin ich mir auch sicher. Da müsste eigentlich bei rauskommen, dass der Typ, Bäder saniert. Bin kurz essen, bis gleich, lass dir auf jeden Fall schmecken. Und fliegen über die Insel, wollen da aber landen. Warum? Weil dieser Junge, den wir zu Beginn des Films gesehen haben, das ist ihr Sohn Eric und er ist mit dem Neuen von Tia Leonis Charakter dort abgestürzt auf der Insel und sie wollen ihren Sohn wiederfinden. Und deswegen haben sie alle... Das war jetzt richtig, genau. Es ist der Neue. Das wird auch nie richtig gesagt, aber ja, Ben ist eigentlich der neue Stecher von Amanda. Gesagt, sie haben ganz viel Geld, rekrutieren Alan und seinen neuen Kumpel und Kollegen, gespielt von Caster Troys Bruder aus Face Off. Und dann landen die auf dieser Insel. Und erneut, Caster Troys Bruder, ich nenne ihn auch einfach nur Caster Troys Bruder, hat einen synthetischen Kehlkopf. Billy, der Name ist voll einfach zu merken. Und wenn er da reinpustet, dann macht das Raptorengeräusche. Das ist ziemlich bescheuert. Das ist überhaupt nicht bescheuert. Das geht sogar auch. Es ist nicht so bescheuert, Mann. Das ist auch eine Kritik, die ich nicht nachvollziehen kann. Du kannst jetzt, glaube ich, keine 1:1 Geräusche nachmachen von irgendwelchen Tieren durch diese, wenn du aber, das müsst ihr mal auf YouTube eingeben, also das gibt's wirklich, dass da Leute mit den, heißt das auch Resonanzkammer, weiß ich gar nicht, von Elchen oder so im Kram, damit kannst du Geräusche imitieren, das gibt's, das geht, warum soll das auch nicht gehen, das macht schon irgendwo Sinn, das ist nicht so bescheuert, ich weiß nicht, warum das immer so eine Kritik ist, mit der Resonanzkammer. Caster Troy, ja. Ich finde auch Billy ist jetzt nicht so schwer zu merken, der Name. Billy finde ich auch sehr unterschätzt übrigens. Ich fand den echt, der war nicht nervig. Der hatte eine Motivation gehabt, die halt nie ausgespielt wurde, aber er hat es wenigstens gehabt. Und den fand ich immer ganz okay eigentlich.
Wow, ist das bescheuert. Und das gibt es jetzt einfach in... Nein, ist es nicht. Park. Erneut, dieser Film ist ein B-Movie. Das kann man nicht anders sagen. Und direkt an Bord des Flugzeugs gibt es eine der lustigsten Szenen, ungewollt lustig. Wir gucken da gleich nochmal nach. Ich hab sogar jemanden, ich habe eine Paläontologin über Instagram. Ich werde da einfach mal anfragen. Einfach mal so nachfragen, ob das in irgendeiner Form wenigstens möglich wäre, wenn du da rein pustest, dass dann ansatzweise Geräusche rauskommen. Natürlich würde das funktionieren. Warum denn auch nicht? Ich verstehe nicht, was daran so unrealistisch sein soll. Das, was die Raptoren machen in dem Moment, ist, Luft durch die Resonanzkammer durchzupusten, damit diese Geräusche rauskommen. Warum also sollte das nicht auch bei Menschen gehen? Ich raff die Kritik daran gerade nicht. Also, ich kenne die Kritik daran auch schon vor Eve. Also, die flackert immer wieder mal auf. Die Resonanzkammer ist so bescheuert. Ich denke mir, nee, das ist nicht so bescheuert. Die Idee, die sie verworfen haben, ist bescheuert, dass Alan Grant sollte ja ursprünglich mit der Resonanzkammer Velociraptoren steuern können und die auf den Spinosaurus lenken können. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber das, wie das hier funktioniert, ist nicht so falsch. Das geht tatsächlich, bin ich mir recht sicher. Wie gesagt, bei Elchen und so habe ich sowas Ähnliches auch schon mal gesehen. Das gibt es da, dass man da so Nachbauten quasi hat von verschiedenen Organen, die halt für Geräusche verantwortlich sind. Damit kannst du das imitieren. Das geht wohl. Des gesamten Franchises. Alan hat einen Albtraum und dann passiert das. Alan. Ich hätte das so gerne als WhatsApp-Klingelton. Ich glaube, das mache ich mir auch noch. Einfach wenn, keine Ahnung. Einfach wenn Eve mir schreibt, kommt Alan. Das wäre doch lustig. Ist halt echt eine saudumme Szene, ne? Ist echt eine saubescheuerte Szene. Und ich frag mich, ob die wirklich versucht haben, mit dieser Szene so ein Trauma darzustellen. Was aber auch keinen Sinn macht, da in diesem Traum ein Velociraptor vorkommt, den Alan Grant so noch nie in seinem Leben gesehen hat. Den kennt Grant ja eigentlich gar nicht. Da habe ich auch schon mal ein Theorievideo zu gemacht, wie das Sinn ergeben würde. Und da habe ich, glaube ich, einfach gesagt, dass Grant möglicherweise so traumatisiert ist, dass er irgendwie an Infos gekommen ist, wie sich Dinosaurier auf den Inseln weiterentwickelt haben. Weil ja auch die Regierung wird das irgendwie schon im Blick haben. Und vielleicht sogar mit Mark zusammen irgendwie, dass die Kontakt haben durch Ellie eben. Und dass er somit halt wusste, wie die da aussehen. So kann man sich das irgendwie erklären. Du musst dir da aber halt so viel an den Haaren herbeiziehen, um das irgendwie zu erklären. Aber ich glaube nicht, das war ein billiger Joke, steht jetzt hier. Ich glaube das irgendwie nicht. Dass die sich einfach nur dachten, das ist doch bestimmt lustig. Das ist doch, da muss doch irgendeiner dabei sitzen und sagen, nee, mach das nicht. Mach das einfach nicht. In einer Minute kommt übrigens Werbung für euch. Ich sag's euch nur, wird mir gerade eingeblendet. Ja. Wie gesagt, im nächsten Stream ist die Werbung aus, versprochen, und wenn nicht, bekommt ihr alle 3000 Kanalpunkte geschenkt. Das geht, wurde mir eben gerade mitgeteilt. Den Traum fand ich Mist. Ja klar ist der Traum Mist. Ich versuche einfach nur den Traum mir irgendwie so schön zu reden, dass ich mir den Film dadurch auch runter machen kann. Der Traum ist Bullshit, na klar. Aber ich denke mir halt immer, dass die nicht einfach, die haben noch nicht einfach an einen Gag gedacht. Lustiger finde ich es aber auch, dass einfach in Lego Jurassic World, da tauchen ja drei von diesen Raptoren auf, die sagen Alan. Einer mit der Stimme von Ellie, einer mit der Stimme von Billy und einer mit der Stimme von Ian Malcolm, glaube ich. Das ist schon lustig. Also ein Gag ist es halt schon. Alan. Ich fand's gar nicht so schlimm. Nee, es macht halt nur null Sinn. Also, okay, ich weiß, es soll ein Jumpscare sein, aber ich habe damals schon... Auch nie im Leben sollte das ein Jumpscare sein. Ich wette mit euch, das sollte kein Witz sein und sollte auch kein Jumpscare sein. Die wollten damit einfach... Die haben damit das aufgelöst, was Alan am Anfang gesagt hat. Mit dem Papagei, oder was das da für ein Vogel war, wo er gesagt hat, sag meinen Namen. Ist mein Name Alan? Und der Vogel ist nicht schlau genug, um den Namen Alan zu sagen.
Aber in seinem Traum sind die Velociraptoren schlau genug, um zu antworten. Das sollte das damit vermitteln. Das war eine Auflösung der Papageien-Szene mit dem Alan. Das war das Ding dahinter. Das sollte ein Trauma darstellen, was halt unfassbar schlecht umgesetzt wurde. Das sollte kein Jumpscare sein. Das sollte auch kein Witz sein. Das sollte diese Vogelszene vom Anfang einfach weiterführen. Jetzt kotze ich schon wieder wegen Jurassic Park 3 und ich habe ihn gestern verteidigt. Ja, du bist aber auch sprunghaft mit deiner Meinung. Das ist ja ganz schlimm.